So, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und wie es aussieht, anscheinend keine Tagesaufgaben in dem Sinne. Im Prinzip sind jetzt unsere Tagesaufgaben einfach nur die Medaillen sammeln. Das sind im Prinzip unsere Tagesaufgaben. Mehr haben wir nicht mehr. Ist natürlich auch ein bisschen blöd irgendwie. Einfach so, ja, spielt mal. Weil die Aufgaben fand ich eigentlich schon recht nice, jeden Tag halt irgendeine Aufgabe zu haben, sage ich jetzt mal. Aber kurze Sache, ihr seht's, zwei Abonnenten fehlen noch, dann kriegt ihr schon die nächste Paysafe-Zahl für alle neuen unter euch. Erstmal danke fürs Abonnieren und wenn du komplett neu bist, wie gesagt, unten kommt alle 10 Abonnenten eine Zahl hinzu. Und sobald der Code fast voll ist, kannst du natürlich versuchen zu lösen. Und wenn du mehr wissen willst über das Gewinnspiel in Anführungszeichen, einfach mal in der Videobeschreibung gucken, da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich einmal erkläre, wer ich überhaupt bin und natürlich auch, wie man den Code knacken kann. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Shop. Ich weiß schon, was drin ist. Heute der Shop ist eigentlich nicht so besonders, außer halt einen neuen Stil vom Sumpfmann. Wir gehen aber direkt mal rein. So, dann gibt es ja einmal den Sumpfmann so. Da seid ihr wahrscheinlich besser als ich auf dem neuesten Stand. Was ist hier die neueste Variante? Ich weiß nicht, ist das die hier? Ich würde fast behaupten, das war die. Ich glaube die. Weil die kommt mir überhaupt nicht bekannt vor, oder? Die? Da muss ich echt passen. Also das werdet ihr wahrscheinlich besser wissen als ich. Aber ihr wisst ja, so Skins mag ich überhaupt nicht. Weil man halt einfach die Fratze da durchsieht. Und mich stört das einfach. Das sieht so lächerlich aus in meinen Augen. Aber gucken wir mal weiter, was es gibt. Da haben wir einmal den Zero. Den habe ich mir ja gestern gekauft. Sieht ja immer noch nice aus. Im Spiel besonders. Es sieht halt nice aus. So, dann haben wir die Angelmeisterin. Okay, warte mal. Erst, ach, ich will keine V-Bucks holen. Zack, zack. Da haben wir einmal zwei. Warte mal jetzt. Junge, Junge, Junge. Hier klappt hier wieder gar nichts. Dann haben wir die einmal in gelb-schwarz, würde ich sagen. Ich weiß nicht, so besonders. Warte, ich drehe mal gerade. Die kommt mir halt schon so bekannt vor, als hätten wir die halt schon mal irgendwie so gehabt. Dann haben wir die noch mal so. Und natürlich, wie immer, passende Rückenaccessoire. Einmal in blau. Oh, das würde sogar ihm einigermaßen stehen. Und natürlich einmal in gelb. Man kennt es. So, dann haben wir. Ach so, die Lackierung. Stimmt, die Lackierung haben wir ja auch noch. Aber wie gesagt, ich mag diese animierten Lackierungen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, dann haben wir noch die Aerobic-Assassinen mit passendem Rückenaccessoire. So richtig oldschool. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Mutter mal so früh aussah. Eieieiei. Eure Mutter wahrscheinlich nicht. Aber so ist sie schon ein bisschen älter. So, dann haben wir Wurfscheibenwirbel. Und was das betrifft, sage ich ja immer wieder, mit Musik sieht das alles anders aus. Aber ich muss auch dabei sagen, jedes Mal, wenn ich in der Lobby bin und da ist irgendeiner rumtanzen, die Musik geht mir da schon auf den Keks. So, dann haben wir hier die Rift, den Rift Ranger. Sieht natürlich schon geil aus, wenn du mit der am Tauchen bist, ist natürlich richtig nice. Aber so an sich, ja, ist eigentlich ganz okay der Skin, würde ich jetzt sagen. Aber an Land ist halt blöd. Die müsste quasi die Maske an Land ausziehen und im Wasser wieder anziehen. Dann wäre es ganz nice. So, dann haben wir noch Hacktraining. Passend natürlich zu ihr hier. Deshalb ist der Skin und die Hacke natürlich beides drin. Dann haben wir noch Klappe die 14. Läuft bei dir. So, und der Schattenboxer. Wie ich sag, ohne Ton.
ist das irgendwie komisch. So, das war's aber auch schon jetzt wieder mit dem Shop. Ich finde irgendwie heute nichts Besonderes drin, außer ein paar finden den Sumpfmann halt ganz nice. Aber ganz ehrlich, mich haut dann nicht so vom Hocker. Und dann würde ich sagen, war's das auch schon wieder. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.